Ein Hallo an alle vor den Bildschirmen oder mobilen Geräten, was auch immer ihr benutzt, um die neue Folge von Rosport TV euch anzuschauen. Folge Nummer 39 steht an. Ja, wieder mit einigen News zu EFRO und IRO. Dann haben wir noch ein kleines Championship, wozu ich euch was berichten möchte. Ein Event gab es in der letzten Woche, wozu es ein kleines Video gibt. Und natürlich die neuesten Renewal-Infos nicht zu vergessen. Ja, Ingerim hat sich dieses Mal wieder darum gekümmert. Die neue Folge 4 ist nun ja verfügbar. Ja, alles das im weiteren Verlauf. Jetzt kommen wir erstmal zu den News. EFRO-Wartung am 7. Juni. Bei der Wartung wurden einige Kafferoperationen bearbeitet, bei anderen gab es Probleme und deren Ausführung wurde auf die nächste Wartung verschoben. Zudem wurde die WOE2-Stadt geändert. Ab dieser Woche erwartet euch zusätzlich das neue Event Spring Festival. Bei diesem Event könnt ihr Lottoboxen sammeln, die verschiedene Kugeln enthalten. Jeden Tag könnt ihr bis 19.30 Uhr 6 verschiedene Lottokugeln abgeben und mit etwas Glück Preise gewinnen. Das Event Frühling ist ebenfalls weiterhin aktiv. Probleme bei Kafferoperationen auf EFRO. Wie bereits erwähnt, wurden nur einige Kafferoperationen bearbeitet, andere wurden auf die nächste Woche verschoben. Es wurden allgemein keine Bestätigungsmails versendet. Sollte eure erworbene Kafferoperation nicht ausgeführt worden sein, so schaut in eurem Profil nach. Dort sollte die Operation erneut aktiviert worden sein und ihr könnt sie erneut nutzen. Wenn eure Operation nicht ausgeführt wurde und auch nicht wieder aktiviert wurde, so wird sie voraussichtlich am nächsten Donnerstag bearbeitet. Für Rückfragen stehen euch die GMs zur Verfügung. EFRO Serverprobleme am Wochenende 8. bis 10. Juni. Aktuell gibt es einige Serverprobleme auf EFRO. Nach einigen Zone-Server-Ausfällen sind nun einige NPCs nicht sichtbar und die Luftschiff-Durchsagen funktionieren nicht. Die meisten NPCs sind jedoch nur unsichtbar. Besucht ihren Standort und loggt euch einmal aus und wieder ein. Da die Probleme auch an Orten auftauchen können, an denen ihr nicht reloggen könnt, müsst ihr in diesen Fällen warten. Ob es ein Rollback geben wird und welche Server er betreffen könnte, ist nicht bekannt. Solltet ihr Treasureboxen nicht abholen können, wendet euch an die GMs, diese werden die Boxen für euch erstellen. IRO feiert Geburtstag mit der ersten Midgard Expo. Um die Entdeckung der neuen Welt zu feiern, kommen die Menschen von Ruhm Midgard zusammen und feiern eine Ausstellung vor den Toren von Lathalsen. Das Messegelände ist eine exakte Kopie des alten Morok. Vertreter aus ganz Midgard versammeln sich, um Technik, Kultur und Schätze auszustellen und auszutauschen. Einige Berichte von Fehlfunktionen und Verbrechen trüben jedoch die Stimmung und die Eden Group wird Unterstützung brauchen, um die Dinge in Ordnung zu bringen. Abenteurer ab Level 70 können mit dem Eden Expo Promoter sprechen und zur Ausstellung gelangen. Features des Events sind eine Main Quest, klassenbasierte Mini Quests, neue Custom Hatchiers, ein wiederholbarer MVP Dungeon für Abenteurer mit Level 99 sowie stärkere Varianten der Morok Monster. IRO Ragnarok Championship. Am 23. Juni ist es soweit, dann findet das jährliche US Ragnarok Turnier statt. Dieses Jahr erwarten euch Besonderheiten wie zum Beispiel die Third Class. Mehr Infos dazu gleich nach diesem Newsflash. IRO Video Contest. Wolltest du schon immer Rohvideos erstellen und sie der Welt präsentieren? Jetzt kannst du dies tun und sogar tolle Preise gewinnen. Bis zum 8. Juli könnt ihr Live-Action, Animationen und Ingame-Szenen aufnehmen und daraus tolle Videos erstellen. Den Gewinner erwarten bis zu 500 Dollar, zudem gibt es auch noch Kategoriepreise. Einige der Voraussetzungen könnt ihr der Grafik entnehmen. Den Link zum Contest findet ihr in den Videoinformationen auf YouTube. Das war ja der Newsflash der Woche. Jetzt kommen wir nochmal zum Thema zurück, was ich gerade berichtet hatte. Das US Championship in Ragnarok Online, ja, die Vormeisterschaften quasi, um den IRO-Gewinner zu ermitteln, der auch am diesjährigen RWC teilnehmen wird, am World Championship. Am 23. Juni findet das Ganze, wie gesagt, statt. Jedes Team, was dort teilnehmen möchte, kann bis zu 7 Teilnehmer haben. Ja, ihr werdet mit Third Class spielen. Wir spielen nämlich das diesjährige RWC auch mit Renewal Mechanics. Ja, und auf IRO können eure Charaktere maximal Base Level 135 und Drop Level 50 haben. Ja, und dann dürft ihr euch eigentlich frei wählen, wie euer Team zusammengesetzt werden soll. Ja, die Matches gehen über 7 Minuten. Die Pausen dazwischen betragen 2 Minuten zwischen den Matches, zum Restocken beispielsweise. Ja, und ihr könnt dann natürlich wie bei den anderen Turnieren auch einkaufen und ja, verschiedene Items stehen euch zur Verfügung, verschiedene Charaktere und so weiter und so weiter. Ja, die genauen Informationen findet ihr natürlich bei IRO, den Link dazu hier auf YouTube in den Videoinformationen. Sicherlich ganz spannend mal mit den Renewal Mechanics, erwartet uns ja eigentlich auch auf EFRO. Hoffentlich schaffen wir das auch rechtzeitig mit dem Update und dann der Teilnahme am diesjährigen RWC. Ja, auf IRO wird, um dem Ganzen ein bisschen mehr Anreiz zu bieten, gibt es auch noch Geldpreise. Das heißt, ihr könnt bis zu 150 Dollar pro Person gewinnen, ja, im Fall, dass ihr das Turnier gewinnt. Dann gibt es noch ein paar andere Sachpreise. Unter anderem könnt ihr an verschiedenen Contests noch teilnehmen, die rund um das OSRC gestartet werden quasi. Ja, alle Infos dazu natürlich auf der Facebook-Seite von IRO, dann auf der Homepage www.playragnarok.com und wie gesagt, den direkten Link in den Videoinformationen auf YouTube. Ja, schaut rein, nehmt teil, wenn ihr Lust habt und
dann freuen wir uns auf tolle Videos. Das Ganze wird nämlich auch per Livestream übertragen. Also dann viel Erfolg! Diese Woche gab es keine Caro-News von mir. Es gab ein paar Bugfixes, aber die habe ich jetzt nicht aufgenommen. Dafür muss ich noch ein bisschen was nachtragen. Hoffentlich richtig ausgesprochen, Anjo bei Rokatz hatte mich in meinem Thread darauf hingewiesen, dass es doch eigentlich noch ein paar Bilder nachzutragen gibt, nämlich die neuen Loading-Screens. Passend zum Last Time Memorial Dungeon gibt es neue Loading-Screens, auch ein paar neue Illustrationen, ein paar neue NPC-Sprites. Ja, die werde ich natürlich in Bild und mit ein bisschen Tonuntermalung hier einfach mal nachtragen. Danke nochmal für den Hinweis an Anjo für die Grafiken, dass man die besser noch mit aufnimmt, weil sie sind wirklich gut geworden, wirklich schöne Sachen dabei. Ja, für Anregungen bin ich immer offen und auch wenn ich interessante Dinge finde, interessante Projekte finde, nehme ich natürlich gerne mit auf und stelle sie vor. Unter anderem haben nämlich die Roleplayers jetzt am 8. Juni ein Monster-Event veranstaltet in Zlude und dazu gibt es ein Video bei YouTube, das Ganze ja, hier mal in Ausschnitten. Den Link zum Video natürlich in den Videoinformationen. Ja, schaut mal rein. Sa mère, elle se dit pas, 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 elle se d
Apropos Video, natürlich gibt es wieder eine neue Folge von den Renewal Infos. Ingrim hat sich diese Woche mit der Magie-Attacke, der Magie-Defense, Perfect Dodge und so weiter auseinandergesetzt. Ja, wieder einige interessante Infos, natürlich wieder ein paar Zahlen. Aber ja, lasst euch nicht entmutigen, sind viele, viele Infos rund um Renewal. Aber wie gesagt, wir haben das alte Ragnarok gelernt, dann lernen wir jetzt auch Ragnarok mit Renewal. So dramatisch ist das alles gar nicht. Es gibt ja auch Kalkulatoren und so weiter. Also ja, müsst ihr euch nicht alles merken. Viel Spaß bei der neuen Folge. So, dann wollen wir heute mal die Substats zum Abschluss bringen. Heute kümmern wir uns um MATK, MDEF, Castzeit, Hit, Flee, Crit und Lucky Dodge. Aber erstmal etwas in eigener Sache. Vor 2 Wochen gab es ja keine neue Folge und einige von euch hatten gehofft, dass ich dann 2 neue Folgen der letzten Woche raushauen würde. Das wird nicht passieren, da ich eine gesamte Woche benötige für eine Folge, denn ich mache die nur neben meinen sonstigen Pflichten des Alltags. Solange ich mich also nicht selbst klone, würde es entweder eine Folge geben oder keine Folge, aber keine 2 Folgen. Aber nun kommen wir zu MATK. Der Stat, der bestimmt, wie stark Zauber in unseren Gegnern einschlagen. MATK wird primäres Int berechnet. Das war zu Klassik so, dass er sich auch zu Renewal nicht. Wie wir in der ersten Folge gesehen haben, fällt nun aber der MATK-Bonus bei 5 und 7 Int weg und wurde durch einen höheren Grundwert pro Int ersetzt. Es finden sich aber anders als zu Classic noch 3 weitere Stats in der MATK-Berechnung ein, nämlich Dex, Luck und das Base Level. Und im Prinzip könnte ich euch jetzt einfach die Tafeln von Attack zeigen und dort alles, was stärker ist, mit Int austauschen, aber ein bisschen anders ist es dann doch und ich muss doch alles neu schreiben. Wie auch bei Attack ist die Anzeige von MATK aufgeteilt in Status MATK und Weapon MATK und unterscheidet sich damit vollständig von der Classic-Anzeige, in der Min- und Max-MATK im Statuscenter angezeigt werden. Status MATK berechnet sich aus 1/4 Base Level plus Int durch 2 plus 1/5 Dex plus 1/3 Luck. Und das Ganze wird am Ende abgerundet. Der Teil mit Int plus Int durch 2 ist der in der ersten Folge angesprochene MATK Boost von 1 zu 1,5 MATK pro Punkt Int. Die Waffen MATK liest sich auch so ähnlich wie die der Waffen ATK. Und zwar Basiswaffen MATK plus Varianz plus Verbesserung. Einen Seismplanet gibt es hier nicht, denn wir schlagen mit der Waffe nicht zu. Wir zaubern. Auch einen Stärkebonus bzw. Int-Bonus gibt es für die Waffen MATK nicht, dafür ist aber die Varianz wieder vorhanden. Die Varianz für die Waffen MATK berechnet sich aus plus minus 0,1 mal Waffenlevel mal Basiswaffen MATK. Die Beispiele, wie das Ganze dann berechnet wird, können wir uns dadurch diesmal sparen, denn es funktioniert exakt so wie mit ATK, abgesehen vom fehlenden Stärkebonus und der höheren Varianz für die Waffen MATK. Auch hier kommt für die Schadensberechnung noch Equip MATK hinzu, also plus MATK auf allen Equipmentteilen, die nicht Waffe sind. Eine Master MATK gibt es leider nicht. Plus Prozent MATK, sei es aus Equipment oder Skill-Modifikatoren, verhalten sich übrigens zueinander multiplikativ. Das heißt plus 10% und plus 50% multiplizieren sich selbst zu 65%, anstatt dass sie sich addieren, was nur 60% wäre. Damit gehen wir weiter zu MDEF. Auch hier gibt es die Aufteilung nach Status MDEF und Equip MDEF, wie sie auch zu Classic bereits existiert. Status MDEF berechnet sich auch wie schon zu Classic aus Int und Wit, aber auch hier gesellen sich wieder 2 neue Stats hinzu, nämlich das Level und Dex. Die neue Formel sieht damit so aus. Int plus 1/5 Wit plus 1/4 Level plus 1/5 Dex. Und auch hier wird wieder abgerundet. Status MDEF zieht genau wie Status DEF jeweils nur 1 Punkt Schaden pro 1 Punkt MDEF ab. Sich gegen magische Angriffe zur Wehr zu setzen, wird also immer noch recht schwer werden, wenn man nicht gerade die richtige elementare Rüstung anhat. An der Equipment MDEF ändert sich gar nichts. Man erhält sie immer noch nur, wenn gerade zufällig plus MDEF auf dem Equipmentteil oder auf einer Karte ist. Kommen wir also endlich zu etwas Interessantem, der Castzeit. Ein Stat, den ich seit Folge 1 vor mir herschiebe. In Classic konnte man durch 150 Decks die Castzeit komplett negieren und jeden Spruch sofort wirken. Das ist mit Renewal passé. Denn Castzeit wird in 2 Werte aufgeteilt, nämlich der Fixed Castzeit und der Variablen Castzeit. Völlig egal welcher Skill welche Castzeit er besetzt hat, sie alle werden nach folgendem Schema aufgesplittet. 20% der Castzeit werden fixed sein, die anderen 80% sind variabel. Und bis auf wenige Skills lässt sich die Fixed Castzeit nicht senken, sondern nur die Variable. Aber das Ganze schauen wir uns mal genauer an.
Wir nehmen einen Skill mit möglichst langer Castzeit. Stormgast, nein, Jupiter Thunder, auch zu kurz. Ah ja, ein Priester-Skill. Nehmen wir Magnus Exorzismus. Ein Skill mit 15 Sekunden Castzeit. Durch die Aufspaltung ergeben sich also eine Fixed-Castzeit von 3 Sekunden und eine variable Castzeit von 12 Sekunden. So, wie senken wir jetzt die variable Castzeit? So wie sei schon mal verraten, 150 Decks werden nicht ausreichen. Wäre auch bei einem Maximalstat von 120 auch viel zu einfach. Castzeit lässt sich natürlich über die Stats reduzieren. Dazu benötigen wir Decks und Int und fügen sie in folgende Formel ein. Mit dem Ergebnis multiplizieren wir dann die 12 Sekunden und erhalten eine neue variable Castzeit. Rein von den Stats her benötigen wir also entweder 530 Int oder 265 Decks oder eine gesunde Mischung aus beidem. Das Ergebnis kann aber noch weiter modifiziert werden, nämlich durch Karten und Skills, die explizit die variable Castzeit modifizieren können. So senkt zum Beispiel Sufragium die variable Castzeit nochmal um 15% pro Skill-Level. Ein Sufragium auf Maximum-Level von 3 senkt also die variable Castzeit alleine von 12 auf 6,6 Sekunden. Nehmen wir jetzt also mal einen Priester mit 90 Int und 40 Decks. Beispiel, ihr wisst schon. Und setzen ein. Dadurch erhalten wir einen Modifikator von 0,434, wodurch wir also die 6,6 Sekunden noch weiter auf 2,86 Sekunden senken. Zusammen mit der Fixed Castzeit haben wir also einen Magnus Exorzismus von 15 auf knapp 6 Sekunden herabgesenkt. Aber so fixed ist die Fixed Castzeit dann doch nicht, denn auch diese lässt sich senken. So wurden den Third Class Archbishop und Warlock zwei Skills in die Hand gegeben, die Fixed Castzeit senken können. Der Archbishop kann mit seinem neuen Buff Sakrament auf Maximum Level von 5 die Fixed Castzeit halbieren. Der Warlock kann mit Radius seine eigene Fixed Castzeit auf Maximum Level 3 um 20% senken. Jedoch zählt hier immer nur der höchste Wert. Ein Warlock mit Radius, der also mit Sakrament 5 gebufft wird, profitiert nur von Sakrament, nicht mehr von Radius. Mit Sakrament senken wir also die Fixed Castzeit von Magnus Exorzismus auf 1,5 Sekunden, addieren das zu den 2,86 Sekunden aus der gesenkten variablen Castzeit und erhalten eine neue Castzeit von 4,36 Sekunden. Ob das schnell genug ist, entscheiden wir im E-Priester, ich habe nämlich keinen. Und da wir bisher kaum Zeit verbraucht haben, kommen wir nun zu den letzten Substats, zu Hit, Flee, Crit und Perfect Dodge. Und diese Stats funktionieren noch fast genauso wie zu Classic. Hit berechnet sich nicht mehr nur aus Dex und Base Level, sondern bekommt jetzt auch ein Drittel Luck und 175 Punkte hinzugerechnet. Dadurch hat jeder Charakter einen Grundhit von 177 und je mehr Hit, desto wahrscheinlicher ist es, den Gegner zu treffen. Die Chance kann dabei übrigens niemals unter 5% fallen. Auch Flea bekommt zusätzlich zu Argon Level noch ein Fünftel Luck und einen Grundwert von 100 addiert. Und sonst ändert sich auch hier nichts weiter. Denn die maximale Dodge-Chance von 95% bzw. 100% in WoE-Maps bleibt. Crit und Lucky Dodge verändern sich überhaupt nicht. Diese beiden Substats arbeiten genauso wie zu Classic-Zeiten. So, und ich denke, damit sind wir durch. Wir haben alle Stats, alle Substats und das neue Level-System gesehen und ich könnte jetzt aufhören, aber ich habe das dringende Bedürfnis, auch das neue Interface und das neue Refinement-System zu erklären. Das heißt, wir sehen uns nächste Woche wieder, wenn ich nicht wieder mit Arbeit überladen werde. So, letzte Woche hatte ich darauf hingewiesen, dass wir mal wieder ein Gewinnspiel machen könnten. Ja, hatten so lange keins, ich glaube 2 Folgen Pause. Ja, diese Woche ganz einfach, nennt mir doch mal euren Lieblings-NVP. Ja, eigentlich völlig egal welchen. Euer Lieblings-Bossmonster quasi. Ja, und das Ganze könnt ihr mir schicken an admin@robin-spot.de. Könnt unsere Kontaktformulare auf rospot.de nutzen. Und zu gewinnen gibt es 3x5 Bloody Branches. Ja, die Gewinner werden einfach so gezogen, ihr müsst nichts Besonderes beachten. Ja, für alle Teilnehmer werden die da verlost. 3x5 Bloody Branch. Und ich weise auch nochmal darauf hin, wir hatten unser Facebook-Gewinnspiel mit den 6x5 Millionen Zeni. Ja, wir haben erst einen Gewinn vergeben können. Ich werde die Namen nochmal bei Facebook posten, der Gewinner. Ja, müssen wir doch mal einen Termin ausmachen, dass ich mein Geld loswerde. Bisschen schwer zum Rumtragen und ihr wollt aber sicher bald mal einkaufen. Also achtet auf Facebook, achtet auf die Seite rospot.de. Dort die Namen nochmal und dann machen wir bald die Geldübergabe. Ja, für alle, die jetzt beim aktuellen Gewinnspiel mitmachen wollen und die Bloody Branch gewinnen wollen, bis zum 15.06., also der Freitag, 22 Uhr, habt ihr Zeit. Eure Antwort, euer Lieblings-MVP, eure Lieblings-MVPs, wenn ihr mehrere habt, auch kein Problem. Wie gesagt, per E-Mail, per Kontaktformular. Ja, und dann wird gelost.
Salut, willkommen zu meinen Versuchen zu machen, die Server besser. Heute, ich möchte versuchen zu machen, die Technik besser. Ich zeige euch die Energieversorgung von unserem Server. Hallo, Selamster, wir haben gekauft von der Firma in Almanie, die Borda. Jetzt, ich mache besser die Technik. Mit Petit Lamster. Ah, César. Bon. Ich kann machen noch besser. Lamster, bitte. Ah, très très bien. Ah, ich kann machen noch besser die Server, um noch mehr zu verhindern, die Lage. Nicht gut, das versuche ich machen besser nächste Woche. So, alles drin gewesen diese Woche, würde ich sagen. Ja, bisschen News, bisschen Video, ja, Gewinnspiel. Ich glaube, mehr kann man sich nicht wünschen. Ich wünsche euch dann eine schöne Woche. Für alle Fußballfans eine schöne EM. Es gibt viel zu sehen, viele schöne Spiele. Deutschland hat das erste gewonnen. Mal sehen, wie es gegen Holland dann aussieht. Ja, wir sehen uns nächste Woche für alle Nicht-Fußballfans natürlich auch wieder. Und dann neue Infos, neue Tatsachen zu Renewal und hoffentlich bald mit unserem Testserver von EFRO. Lässt mal ein bisschen auf sich warten. Und wenn Renewal im Juni noch kommen sollte, wäre es natürlich schön, wenn der Testserver auch vorher nochmal laufen würde. Naja, wir sehen weiter. Bis nächste Woche, macht's gut und ja, bleibt sauber.